Leute, ich bin ja durchs Internet gestöbert und habe das hier gefunden. Extra Life Gehirn Booster Spray. 100% Gaming Booster Innovation für mehr Energie und Ausdauer. Und ich bin gespannt, ist noch original zu. Extra Fly, die Marke kennt glaube ich nicht kaum wer bis gar keiner, schätze ich mal. Aber die machen bekannte Sachen. Ich zeig euch mal was. Extra Fly hat nämlich gehört er zu Nova GmbH und die stellen verschiedene Sachen her. Kommen aus Frankfurt und ich habe schon was von dem probiert, unwissenderweise damals, vor ein paar Jährchen, nämlich Kaffee, Kaffetzer, Cold Brew Coffee, Limonade. Hat furchtbar geschmeckt. Furchtbar. Das ist Kaffee mit Sprudel gewesen, also mit Kohlensäure und das war furchtbar. Die stellen viel, ja, wir sagen mal, die stellen für verschiedene Firmen her. Für Quetzer, Extra Life haben die, stellen die ja. Pregni Vital könnte irgendwas Babys sein, vom Logo her natürlich. Und District, kennen wir auch ein paar Leute. Machen viel, arbeiten viel für Influencer, für Firmen, für große. Das heißt, es ist quasi so eine Firma, die hilft für Markenrechte, Unternehmensstrategie, Produktentwicklung und halt. Ja. Kommen wir jetzt hierzu, würde ich sagen. Also, Aufnahme ist jetzt, hat man kurz aufgeschraubt. Es soll Grapefruit sein. Ja, kommt vielleicht hin mit Glück. Man soll 10-mal in seinen Mund reinsprühen. Wir sollen einmal schön im Feuer. Das machen wir natürlich. Vor Gebrauch. Denn das ist wichtig. Und 10-mal für die perfekte. Empfohlene Tageslosung 10 Sprühstöße. Das werden wir machen. Und ich bin gespannt. Machen wir mal auf. Okay. Ja, furchtbar, ja. Oh, das schmeckt furchtbar. Ja, gar nicht. Aber. Meine Augen tränen davon. Das ist ja wirklich furchtbar, der Geschmack. Alter. Oh. Oh, das geht ja gar nicht. Oh, fuck. Geschmacklich ist das schon mal die Null, Alter. Das geht ja gar nicht. Das ist kein. Ne. Das geht gar nicht zu Worten zu fassen, Alter. Das. Boah. Oh. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein in den Test und ich werde es bewerten über Tag rüber. Das hier. Also, man muss sagen, 10 Sprühstöße sind weg und dann noch extrem viel. Das heißt, es wird lang halten. Es würde lang halten, wenn es schmecken würde. Ich würde sagen, wir gehen kurz auf Design ein. Das ist halt einfach die Frau drauf. Oranges Dings für Grapefruit ein bisschen Design. Ist okay. Aber Bewertung kriegt ihr ja später. Leute, wir sind da. Und ich muss sagen, ich habe selten so was Schlechtes gegessen, getrunken, gesprüht, wie man auch möchte. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar und. Das ist nur von vier Pfund, nur irgendwie neue Branche einsteigen in meinen Augen. Muss absolut verkackt hat. Also, Leute, ich pack euch den Amazon-Link in die Beschreibung und es ist lustig. Amazon-Beschreibung, Rezension davon, es ist so lustig. Also, Design, gehen wir rein. Also, das ist kein Design in meinen Augen, das ist halt nichts. Wir können mal auf die Flasche gucken, aber. Nichts, sorry, das ist halt gar nichts. Dann Geschmack. Alter, das schmeckt so scheußlich. Das schmeckt absolut ekelhaft. Das hat niemals einen halben Punkt verdient. Niemals einen 0,1 verdient. Vor allem auch der Titel entwickelt zusammen mit führenden E-Sports-Spielern. Aha. Klar. Weißt du, schon wieder gibt es ja gar nichts.
Du kaufst sie einfach auf Amazon oder auf pflegewelt.de. Ich habe es gesehen jetzt hier. Wirkung. Ich habe da nur Kopfhilfe geschrieben. Normal hätte ich Nudel geschrieben. Wirklich, da ist keine Wirkung. Nichts. Alles, was auf Amazon steht über Wirkung, ist absolut gelogen und gekauft in meinen Augen. Das Einzige, du bist halt wach, weil es eklig schmeckt. Das heißt, du bist dann wach, weil es eklig schmeckt. Aber sonst ist da keine Wirkung. Tut mir leid. Deswegen 0,5. Preis ist okay. Da ist noch extrem viel drin und das wird noch lange halten in meinen Augen. Wenn man 10 Sprühe macht pro Tag. Versand war okay. War ein riesiges Paket. Aber auch nicht Amazon, vielleicht auch deswegen. Inhaltsstoffe. Es ist nichts drin, was nicht, es ist drin, was alles natürlich ist und nichts Giftiges. Sprich, es wäre jetzt nichts Schlimmes drin. In Form von, es ist nichts Giftiges drin. Also in Form von, kann giftig sein, wenn man zu viel nimmt oder sowas, alles und sowas. Alles legitime Inhaltsstoffe. Alles war's auch. Deswegen kommt es gerade auf eine 4. Mit 4 Punkten. In der 5 mit 4 Punkten, natürlich meine ich. Eine 5 mit 4 Punkten. Leute, ist das schrecklich? Kauft euch bitte nicht. Und damit landet Extra Life Grapefruit Attack auf Platz 37. Unteres Tabellenfeld mit 4 Punkten reiht sich's ein bei Energy und bei Vida for the Win Berry Boost Gaming Gums, so wie sie mal heißen. Und damit haben wir jetzt Extra Life fertig. Es gibt noch zwei, drei andere Sorten, glaube ich. Welche auch noch bestellen soll. Lasst gerne ein Like, Abo da, aktiviert die Glocke, teilt das Video. Checkt mal unsere Socials ab und ich würde sagen, wir sehen uns wieder am Dienstag. Mal gucken, was da kommt, ich weiß es noch nicht. Lasst es überraschen, auch von mir selber. Von daher, bis dahin würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und ciao.